Okay, Krater, ja. Warum muss ich an oben denken? Also den Film. Du bleibst hier sitzen? Okay. Na, ich gehe erstmal ganz kurz zu der Hütte. Ich weiß, da hinten leuchtet was, aber da gehe ich gleich hin. Bei der Hütte gibt es nämlich anscheinend auch noch irgendeine Info. Die Testpersonen. Sehr zu unserem Leidwesen waren die ökologischen Auswirkungen unserer Ausbeutung des grünen Feuers katastrophal. Das Pflanzenleben starb schnell ab. Wir nahmen an, dass das Moos die Hauptnahrungsquelle für alles Leben auf dem Planeten war. Zum Leidwesen für unsere Zivilisation bedeutete der Rückgang des Mooses nicht nur ein Rückgang der Energie, sondern auch weniger Sauerstoff. Menschen und Pflanzen begannen gleichermaßen zu sterben. Wie der Zufall es wollte, bemerkte einer der Ärzte etwas Seltsames in der Stadt. Eine unserer Assistentinnen, Elita, hatte einen Garten und er gedieh prächtig. Wir haben versucht, ihr Geheimnis zu lüften, aber Elita verhielt sich ungewöhnlich zurückhaltend. Offenbar war ihr Kind in den frühen Stadien des Sauerstoffmangels gestorben. Elitas Weigerung, mit uns zusammenzuarbeiten und uns ihr Geheimnis mitzuteilen, zwang uns zu drastischen Maßnahmen. Soldaten drohten, den Garten zu verbrennen, aber wenn Elita sich bewegte, um ihre Pflanzen zu schützen, wurde sie stärker. Sie reagierten auf ihre Berührungen und sie erwachten zum Leben. Elita wurde als Werkzeug betrachtet, eingesperrt und musste schreckliche Experimente durchleiden. Wir veränderten sie erheblich auf genetischer Ebene, indem wir eine unglaubliche Menge einheimischer DNS aus konservierten Mooskulturen in ihren Körper injizierten. Während sie vor Schmerz und Protest aufheulte, nahmen wir ihr ihre Menschlichkeit auf molekularer Ebene. Als wir mit ihr fertig waren, war Elita eher eine Pflanze als ein Mensch. Ihre Augen nahmen eine leuchtend grüne Farbe an und ihre Lungen füllten sich mit CO2. Aber es war ein Erfolg. Ihre Fußspuren belebten den Boden, aus dem kleine Keime des Lebens wuchsen. Das Moos reagierte auf ihre Berührung und es erhob sich aus dem Staub. Ich erwarte nicht, dass Aelita uns vergibt, aber sie ist die einzige Hoffnung, das Gleichgewicht des Lebens auf dieser Welt wiederherzustellen. Ohne Elita wird dieser Planet bis in alle Ewigkeit ohne Leben bleiben. Okay. Also ist die gute Dame, die uns hier begleitet, quasi die weibliche Version von Benjamin Buchsbaum. Die möchte hier auch scheinbar noch ein bisschen sitzen. Na gut. Ich gehe erstmal da hinten hin, wo es blinkt. Oder leuchtet oder was auch immer. Die wird schon wissen, was sie da tut. Hier gibt es tatsächlich eine Seilbahn? Ich bin entzückt. Wo ist der Schalter?
Es hätte so einfach sein können, aber nein, natürlich nicht. Aber Strom hat das Ding doch, oder? Ich meine, da leuchtet ja auch die Lampe. Aber an dieser Säule ist kein Schalter. Hier ist... Was, bin ich gerade blind oder nein? Hier ist auch nichts, ne? Ne. Das ist ja mal ungünstig. Na toll, und jetzt? Da läuft man tagelang über so einen Planeten und da gibt es keinen Schalter. Ich bin entrüstet. Die sitzt hier immer noch und meditiert. War hier irgendwas zum Schalten? Oh, nicht wirklich. Nee, nichts weiter. Da hinten noch irgendwas? Auch nur eine Steinplattform. Ist wahrscheinlich gerade total sinnlos, dass ich rumeiere, aber ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Da komme ich so auf jeden Fall nicht rüber. Also ich könnte versuchen, hier runter zu gehen, aber sterbe ich doch wahrscheinlich bei, oder? Ich meine, da in der Mitte ist ja offensichtlich irgendwas, aber wahrscheinlich auch nur ein weiterer Steinhaufen. Nicht. Sitzt da jemand? Nee, sah nur so aus. Riesiger Meteorit. Eine erste Analyse des Meteors zeigt, dass er nicht typisch für terrestrische Meteore ist. Nach weiteren Untersuchungen scheint der Meteor Teil eines hochtechnisierten Fahrzeugs zu sein. Unsere aktuelle Theorie ist, dass dieser Krater der Landeplatz für die fortgeschrittene Rasse war, die die Portale und die damit verbundenen Energiestrukturen aufgebaut hatte. Wir haben einen Forschungsaußenposten auf dem Kraterrand eingerichtet und wir planen, diese Gegend zumindest im nächsten Winter zu erforschen. Ah, ist ja schön.
Ich wollte ich wär unter nem Meer, im Garten von Cthulhu möchte ich sein. So, was wird das hier? Das jetzt nicht. Das ist nicht euer Ernst, oder? So, und wie komme ich jetzt wieder aus diesem bekackten Krater? Wie gut, dass es nicht gleich 10 nach 3 morgens ist und ich arbeiten muss nachher. Scheiße. Aber ich kann nicht aufhören zu spielen. Ich bin quasi immer noch in der ersten Aufnahmesession mit kurzer Unterbrechung zum Rendern. Aber, na, natürlich. Die Lava, die da hinten rot leuchtet. Oh, hat sich Gabi weiter bewegt? Guck mal, wer schon da ist. Vielen Dank, dass du auf mich gewartet hast. Ja, bleib da halt stehen. Du machst das schon. Ich könnte sie jetzt zurückschicken, aber das wäre ein bisschen assi. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie eine Portalplattform. Und das sieht aus wie ein Portal. Die Alten. Natürlich. Es, wenn hier jetzt gleich wirklich Shub-Niggurath auftaucht oder Yogg-Sothoth oder Cthulhu, dann schreie ich, glaube ich. So, die macht die, bleibt die hier sitzen und wartet oder macht die jetzt irgendwas Seltsames? Na, okay, die bleibt da sitzen, alles klar. So, wie komme ich hier gesittet runter? Hier. La la la. Boah. Kackt erstmal schön die Framerate ab. Und zwar so richtig. The Russians were studying these alien structures. What were they looking for? Alien Artefakte. Die Russen haben offenbar das Werk der Portalerschaffer erforscht, das Netzwerk von Monolithen, riesigen Energiestrukturen und die Anzahl der Wände und Türen um sie herum. Ich weiß immer noch nicht, wie das alles zusammenhängt. Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht, aber mir schwant allmählich, dass das hier alles kein gutes Ende nimmt. Bin mir auch noch nicht sicher, ob ich über ein Happy End bei diesem Spiel wirklich froh wäre.
Muss er da irgendwo hochkommen, oder? Oh, gut, dass ich das nicht total übersehen habe. Entschuldigung, es tut mir leid. Was genau habe ich jetzt angemacht? Okay, hier darf ich offensichtlich den gleichen Spaß nochmal machen. Da brauche ich aber erstmal so ein... Stein für... Ich dachte, den gäbe es da vielleicht. Gut, dann hole ich mir den halt von da hinten. Hier lagen doch noch welche, oder? Lag hier nur einer? Ah, hier lag nur einer, ne? Mist. Mir schwant da was. Lass mich raten, ich muss jetzt noch diesen Knopf drücken. War es das jetzt schon? Okay.